Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind mal wieder in Star Wars Empire War mit dem Thrawn's Revenge Mod. Und wir sind dabei, die Galaxis zu befrieden als die neue Republik. Lasst uns mal kurz hier bei Ord Mantell schauen. Das ist nicht gut, dass wir da einfach mal gar nichts haben. Bei Itor, wie sieht's hier aus? Hier sieht's schon besser aus. Wir machen mal das kurz an. Und, wir haben einen neuen Mediator, Leute. Sehr, sehr schön. In der letzten Folge ist der über Datum hier zerstört worden, was nicht so geil ist. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde uns Farrier Junction geklaut. Wobei ich eigentlich gedacht hätte, wir hätten das verteidigt. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das hier aufgenommen habe, die letzte Folge. Aber naja. Hat mir das nicht verteidigt? Ich bin gerade echt verwirrt, warum das weg ist. Da müsste ich mir die andere Aufnahme nochmal angucken. Aber es ist auch egal, das kriegen wir hier mit den Truppen, die wir haben, schnell wieder. Vor allem, weil ich davon ausgehe, dass die keine Anti-Flug-Sachen mehr haben. Kann natürlich auch falsch sein. Ich kann da vollkommen falsch liegen. Oh mein Gott, das sind Rancors. Da kann man sie mal schön hier sehen. Die werden aber auch gut angegriffen. Da hinten sind noch mehr. Ich glaube, es sind fast nur Rancors, die hier haben. Dann ist es sehr, sehr schön. Oh ja. Oh mein Gott. Greift auch bitte hier an. Ihr drei auch mal hier lang. Und Angriff. Gut, ich hätte vielleicht noch das ein oder andere an Artillerie hier reinholen können. Es sind auch nur diese Rancors. Alles andere haben die nicht, glaube ich. Ich glaube, hier sind nur Rancors drauf. Die von Nachtschwestern betrieben werden, sozusagen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir die alle. Ja, Silkal ist mit dabei. Oh mein Gott, sie stirbt. Oh mein Gott, wir haben Silkal verloren. Ich treffe in diesem Let's Play wirklich nicht die schlauesten Entscheidungen, aber ich dachte mir, meine Güte, läuft hier doch alles so gut. Und dann auf einmal in 2 Sekunden war sie zack, zack, zack tot. Naja, die war nicht die wichtigste Jedi, damit kann ich leben. Sonst würde ich jetzt die Aufnahme nochmal neu starten. Es war unnütz, aber naja, wir sind mehr oder minder kurz vor Gewinn. Also ich denke mal, dass wir noch 20 Folgen oder so brauchen. Soweit sind wir jetzt noch nicht, aber es sieht ja sehr, sehr gut für uns aus. Ein Jedi mehr oder weniger macht dann auch nicht mehr so viel aus. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall den Mediator hier hin. Und dann gibt es eine Revanche über Datumir. Definitiv eine Revanche über Datumir. Wir können ja einmal von Generis nochmal jemanden holen hier. Dann ist aber auch Axilla und so sicherer. Selagis 4 ist sicherer. Ich könnte natürlich mit meinem Supersternzerstörer da reinfliegen. Das möchte ich aber gar nicht. Bei Seertrick haben wir hier schon. Nope. Da sollten wir mal bauen. Und hier unten, wir haben ja momentan genügend Knete. Bei Fondor definitiv nochmal ein paar mehr Schiffe. Vor allem die Endurances. Und ich hätte aber auch gerne nochmal einen Planeten, wo ich die ein oder anderen kleineren Schiffe bauen könnte. Aber es sieht mir nirgendwo so aus, als hätte ich das hier irgendwo momentan. Werde ich mir bei Seotrick dann aufbauen, dass ich das da kann. Den Mediator nehmen wir mit hier rüber. Wobei, vielleicht sollten wir diese Flotte nehmen. Die ist ein... Ah, ich weiß es nicht. Die wäre ein bisschen vielseitiger. Das Problem ist, dass wir so wenig kleine Schiffe haben. Ups. Und die jetzt hier auch noch einen Allegiance reingeholt haben. Das ist schon krass. Das ist schon eine Menge. Die können sich da, dadurch, dass die auch Rancor-Base haben, können die sich da gut einigeln. Also, muss ich schon sagen. Haben die denn auch eine Hyper-Velocity-Gun? Die haben sie zum Glück nicht. Ah, das ist schwierig. Wie fahren wir hier weiter? Wie gehen wir hier weiter? Ich würde natürlich gerne wieder den Mediator reinschicken, aber in der letzten Folge hat das auch nicht so mega viel gebracht. Wie viel ist der Mediator? Wie viel kostet der? Nur 95. Das heißt, wir können einen zweiten Mediator mit reinnehmen. Dann dürfte das klappen, dann warten wir auf den zweiten Mediator. Dann gehen wir mit der Flotte vielleicht so lange, kreisen wir die ein. Und holen uns, was ist Bandomir hier unten? Ja, Bandomir. Dann wird Itor auch direkt ein bisschen sicherer. Und dann hat Datumir auch keine Chance, noch irgendwie Sachen zu bekommen. So, in der gleichen Zeit können wir ja mal einmal nach Iphigen unsere Blicke schweifen lassen. Dass wir uns das auch holen, dass Abregardo Rare ein bisschen sicherer wird. What? Sicherer wird. Sinch hat Contrum genommen, das ist hier. Der versucht, in irgendeiner Art und Weise wieder rauszukommen, was er nicht tut. Was haben wir hier? 3 Allegiances. Das ist eine Menge.
Das werden wir mit einem Mediator auch nicht schaffen. Müssen wir dann mit der Flotte rein. Und hier baut er auf. Wow. Wow, er holt sich hier Bodentruppen. Dann warten wir lieber mal hier oben. Hier oben machen wir nichts. Warte mal. Ah, nach Axilla. War so klar. Das war so klar. Und hier holen wir uns bitte nochmal einen Mediator. Und dann sollten wir das hoffentlich schaffen, die Truppen abzufangen. Und komm schon. Ah, mies. Was hat er denn hier? Fünf! Fünf Allegiances. Das ist hart. Das schaffe ich mit nichts, was ich hier habe. Nehme ich den Supersternzerstörer rein oder den Mediator? Der Mediator alleine wird gegen fünf Allegiances wahrscheinlich nicht so viel schaffen. Gegen zwei oder drei, ja. Gegen fünf? Glaube ich eher nicht. Ich glaube, wir brauchen den Supersternzerstörer. Da habe ich aber auch wirklich Angst, dass der Probleme kriegt bei den Fünfen. Das ist schon harter Tobak, aber das ist gar nicht so schlecht. Ich kann meinen Supersternzerstörer hier hinholen und kann dann von hier aus mithelfen. Und die haben, okay, die Erzpatrol Destroyer werden gegen meine Jäger ziemlich viel ausrichten können. Einmal noch hier so ein Heileding hin. Und dann haben wir's. So, der Supersternzerstörer hier drauf. Dann kann er schon einen fertig machen, bevor die anderen in Schussreichweite sind. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ihr kommt alle mit. Und die Jäger, die ich habe. Nein, die schicken wir alle mal so hier rein quasi. Oh mein Gott, was habe ich getan? Pause. Alle abbrechen. Die Jäger hier so reinschicken. Du hier angreifen. Auch ihr. Auch die B-Wings bitte mit angreifen. Gut, die waren alle noch nicht ausgewählt. So, ihr auch alle da rein. Und du darfst trotzdem gerne hier mit reinkommen. Und hier müssen wir jetzt mal gucken auf die Engines. Dann hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier drauf. Ups. Da, da, da. Auf die Turbolaser. Dass der definitiv schon nichts mehr kriegt. Aber ich werde den nicht ganz zerstören, hoffe ich zumindest. So, jetzt gehen wir auf den nächsten. Damit der sonst keinen hier reinholt. Sonst kann er ja den nächsten Allegiance reinholen, die KI hier. Wenn wir den ganz zerstören, wenn der nur so halb zerstört ist, hat er, kann er nicht mehr viel machen. Aber wir kriegen auch nicht die Feuerkraft des nächsten Allegiances ab. Engines zerstören. Vor allem die schweren Quad-Turbolaser hier bitte weghauen. Hier drüben auch, ich weiß nicht genau, wo sie sind. Mal alles. Ah, jetzt ist er weg. Schade. Damit ist es dann auch egal. Ja, das war klar. Ja, aber wir haben immerhin noch Schilde. Das ist gut. Und zwei sind schon fast komplett vernichtet. Auf die schweren Quad-Turbolaser bitte. Zack, zack, zack. Hier drüben auch mal ganz schnell die schweren Quad-Turbolaser. Die schweren Ionenkanonen. Das sind so die wichtigsten Waffen, die wir direkt ausschalten müssen. Und wir haben immer noch Schilde und zweieinhalb haben wir schon besiegt. Das stimmt mich sehr, sehr glücklich. Und auf den nächsten drauf. Auf den nächsten. Oh, ich will meinen Republic Star Destroyer hier wirklich nicht verlieren. Aber rausziehen will ich ihn jetzt auch nicht aus der ganzen Affäre hier. Auf die schweren Quad-Turbolaser. Komm schon. Die leichten Turbolaser auf der Seite, die sind gerade wichtiger. Dann auf die schweren Turbolaser. Und auf den nächsten. Der kann nicht mehr so viel machen. Oh nein, den verlieren wir noch, das gibt's ja nicht. Ah, schade. Aber egal, der hat ein bisschen was vom Supersternzerstörer abgenommen, immerhin. Das heißt also, gegen fünf von denen gewonnen, der flieht. Das bringt ihm nichts mehr. Wunder, wunderbar. Gegen einen Republic Star Destroyer ist immer noch eine gute Rechnung. Nach Skal, wo war denn nochmal Skal? War Skal hier unten? Ja, da ist Skal. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Die Flotte wäre jetzt nicht so schlimm, die könnten wir uns nehmen. Was haben wir denn hier? Haben wir hier schon großartig Verteidigungen? Ich glaube fast nicht. Nee, wir haben hier noch gar nichts, quasi. Ich glaube, was ist denn bei Iphigen auf dem Boden? Nicht viel. Wir geben Skal auf, fliegen nach Iphigen und holen uns dann Skal wieder. Denn ich bin... Oh, mies. Ich bin nicht so gerne der Verteidiger. Sechs Prätor! Ist klar. Ist klar. Natürlich. Wir fliehen. Wir fliehen aber mal sowas von. Ein oder zwei könnte man vielleicht mit dieser Flotte schaffen, aber... Ne. Und dazu dann noch Allegiances. Oh Gott.
Alle Jäger, alle Bomber, auf nach vorne rein. Komm, wir haben doch wohl mehr als einen Defender hier, oder? Alle nach hinten. Weil generell einfach alle nach hinten. Haben wir damit alle Großkampfschiffe, alle nach hinten. Machen wir mal kurz Pause. Ja, komm doch. Ich denke mal, die gehen da auf die Crusader. Ja, die Crusader, die verlieren relativ schnell. Ist die Frage, ob wir die... Nein, kommt, geht auf den Allegiance. Da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Chancen. Die Carwings. Den Praetor werden wir hier nicht vernichten, aber... Der Allegiance, den können wir vielleicht uns nehmen. Wie sieht's mit dem... Ist nur ein B-Wing, ne? Der darf auch mit da drauf. Ansonsten könnte ich die natürlich auch... Könnte ich die natürlich auch auf den Venator schicken oder so. Der wäre auch relativ schnell weg. Meine Heldin habe ich jetzt noch nicht hier... Zurück, zurück. Oh Gott. Wie sieht's hier aus? Oh, der verliert schön. Oh, und die haben Schiffe der Jevetana. Interessant, dass das hier auch im Imperium dann drin ist. Bin ich aber auch gespannt, was für Gegner hier kommen. Oder sind die Jevetana schon? Ne, ich vermute mal, dass das hier imperiale Schiffe sind. Bin ich gespannt, was für eine Raid-Flotte hier reinkommt. Welche Flotte es sich traut, gegen diese imperiale Flotte hier anzutreten. Meine Güte, ist das laggy. Ja, dann haben wir Skarn verloren. Schade, schade, Schokolade. Aber der Allegiance, der verliert... Puh, guckt euch das mal an. Einmal anfliegen, fast alle Schädel weg. Sozusagen. Und was kommt hier? Ist gar nicht so klein. Ist gar nicht so klein, das ist schön. Aber meine Heldin hier verliert schon eine Menge, weil der Praetor unheimlich schnell ist. Das gibt's ja nicht. Das gibt es nicht. Ich will hier fliehen. Oh, das wird die Heldin nicht schaffen. Vielleicht hätte ich mich doch umdrehen sollen. Und die so nehmen sollen, wie sie da waren. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du hättest dich eher drum kümmern müssen. Ihr alle geht in Richtung Praetor. Beschützt sie. Du auch. Du auch. Und sobald wir fliehen können, fliehen wir. Aber boah, das sieht echt nicht gut aus hier. Das sieht echt nicht gut aus. Macht eine, sind das? Ja, Shield Power anmachen bitte. Das ist gut, dass sie das kann. Was ist das hier? Fighter Shield bringt mir jetzt gerade nicht so mega viel. Der ist aber auch zu schnell, der Praetor. Warum ist der so schnell? Das ist so ein fettes Schiff. Warum ist der so schnell? Na, immerhin werden die Schilde etwas besser, aber... Oh, der Praetor verliert aber auch schon ordentlich Schilde. Ey, das kann doch nicht sein. Die 4 Minuten müssen doch gleich mal um sein. Wir wollen fliehen. Jetzt aber mal wirklich hier. Der Nebula verliert all seine Schilde. Oh mein Gott. Und die Engines sind weg. Das heißt, die haben wir verloren. Wir müssen jetzt fliehen, damit wir noch alle anderen retten können. Ich hoffe mal, dass er das nicht... Oh, nervt mich das jetzt. Jetzt haben wir hier in einer Folge schon mindestens 2 Helden verloren. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Wir müssen definitiv, definitiv mehr Schiffe bauen. Viel mehr Schiffe. Aber ich hoffe, dass nur sie das waren, sonst kein anderer. Oh, meine Güte, ich hasse das, wenn das so lange dauert. Ja, nur sie verloren. Immerhin. Immerhin. Boah, ist das nervig. Einem wollte ich ja gerade da abhauen quasi. Es ist egal. Wir gehen Richtung Iphigen und gucken einmal, wie es hier mit Mediator 93%, sehr gut. Wäre es schön, wenn der fertig wäre, bevor wir nach Iphigen kommen. Aber nein, wir sind schon bei Iphigen. Okay, versuchen wir das. Denn Datomir ist heute definitiv auf meiner Liste. Ich will heute Datomir zumindest im Luftraum einnehmen. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Das weiß ich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel. Gehen wir auf jeden Fall mal mit den stärkeren Schiffen nach vorne und holen uns hier ein paar Träger noch. 2 Defender und... Ne, das waren 2 Majestics, ne? So, das sieht doch mal langsam nach einer Flotte aus hier. Schauen wir mal. Wir haben auch einige Jäger, aber meine Jäger dürften besser sein. Du gehst hier
auf den Sternzerstörer. Das sah mir fast nach einem Victory aus. Interessant. Naja. Endurance. Ups. Endurance. Na, die Defender nicht unbedingt, aber die Majestics hier drauf. Genauso wie ihr beiden. Ups. Und ihr beiden alle hier drauf. Oh Gott. Die E-Wings dürfen einfach so hier reinfliegen. Oder ich mach mal einmal. So, und dann gebe ich denen, die ich will, noch einzelne Befehle. Die K-Wings. Die kleinen K-Wings können mal hier drauf. Die A-Wings hier rein. Hier haben wir noch Defender Squadrons hier rein. Oh Gott, die meisten sind jetzt schon im Nebel gelandet. In welchem? In welchem Nebel seid ihr denn? Ach, hier unten. Oh mein Gott. Die sind auch alle im Nebel, das gibt's ja nicht. Hallo! Ich hätte gerne... Sag mal, ich drücke auf die Jäger und kriege die... Das gibt's ja nicht. Naja, jetzt. Der Sternzerstörer macht auf jeden Fall nicht lange mit. Das ist gut. Was ist mit dem Majestic Cruiser? Ihr dürft da lang. Du hier lang. Da wird nicht viel passieren hier, glaube ich. Iphigen werden wir bekommen. Das war ja so ein Planet, den wir lange immer wieder umkämpft hatten. Mal wir, mal der Gegner, mal wir, mal der Gegner. Ich hoffe, dass ich ihn diesmal dann halten kann. Der Sternzerstörer ist weg. Der Venator wird auch gleich weg sein. Ihr alle, geht mal hier auf den Lorona Strike Cruiser. Ihr alle hier hinten drauf. Und dann sollten wir das schnell schaffen. Dann kriegen wir gleich den Mediator und gehen Richtung Datumir vor. Komm schon, nehmt den Strike Cruiser noch weg. Sehr schön, auf den Karak-Kreuzer hier drüben. Ihr alle hier drauf. Und wo sind meine Carwings? Meine Carwings sind hier. Alle Carwings angreifen auf die Raumstation da hinten. Die beiden Endurances, die hier so weit weg sind, dürfen wir hier auf die Golan 1. Das wird lange dauern, bis sie da sind. Nehmt euch den nächsten Karak vor hier. Und dann sind meine Sternzerstörer auch einfach zu stark für die Gegner. Okay. Oh Gott, kommt, nehmt die Majestics hier mit. Die beiden Lancers da, ja, die fliegen schön zurück, das ist auch richtig so. Wobei die eigentlich genau jetzt hier vor den Carwings schützen müssten. Die wären perfekt, um die Carwings abzuschießen. Meine Güte. Können einem schon fast leid tun hier. Komm, nehmt die Fighter Bay hier bitte. Carwings sind einfach so geile Schiffe, ne? Das ist unglaublich. Ich würde mir so wünschen, E und Carwings in Squadrons spielen zu können. Ist echt schade, dass es zum einen Legends ist und zum anderen Squadrons so früh keinen Support mehr bekommen hat. Aber naja, da kann man nichts gegen machen. Gehen wir hier auf die mittelschweren Turbolaser, auf die mittelschweren Turbolaser und das war's. Ihr alle hier hinten hin und dann ist Iphigen auch schon gefallen. Es ist nervig, was die hier für einen Aufstand geprobt haben quasi über Iphigen, weil das war klar, dass die das nicht gewinnen können. Aber naja. Ich meine, die mussten es irgendwie probieren. Aber das ist schneller zusammengeschossen als sonst was. Auf den Karak-Kreuzer. Hätte ich theoretisch mit meinen Schiffen auch schneller bzw. früher reinspringen können. Aber naja. Alle hier auf die Dings. Oh Gott, dass da noch ein Karakreuz rauskommt. Das zieht es nur noch weiter hinaus. Ja, jetzt wollen sie fliehen. Okay. Greift doch die Station an. Ich verstehe das nicht. Warum geht ihr nur auf die Lancers? Nervig. Nervig, nervig. Oh Gott, vor allem ist es nervig, wie lange das jetzt hier dauert. So, schön. Dann können wir mal gucken. Pfeiffer ist natürlich jetzt durch Skal noch ein Problem. Wie sieht's denn hier? Oh mein Gott, am Boden sieht's nicht gut aus. Das dürfen wir nie vergessen, da auch noch gut Sachen zu holen. Oh, das Imperium hat wieder Kuat geholt. Interessant. Du kommst hier mit zu der Flotte über Axilla und bei Siotric sind wir mittlerweile fertig, oder? Sehr gut. Da holen wir uns ein paar Sashins, die können nie schaden. Und vielleicht nochmal eine Nebula. Und wie sieht's hier aus? Wir haben keinerlei Infanterie, ne? Wir haben nirgendwo Infanterie, das ist schlecht. Wie sieht's hier bei Hoth aus? Da ist Infanterie mit bei. Zwar uralte Infanterie, aber das ist in Ordnung. Die müssen wir jetzt irgendwie mitkriegen. Den nehmen wir mit nach Iphigen. Der erste Sashin. Oh, die gehen aber schnell, das ist gut. Das ist sehr gut. Du kannst mal hier hin.
Harrier Junction bitte nochmal. Oh, warum haben wir das denn nicht? Iphigen müssen wir natürlich jetzt schnell handeln. Genau deswegen müssen wir schnell handeln. 3 Prätoren. Ich weiß es nicht. Können wir das schaffen? Wenn wir das schaffen, wahrscheinlich nur mit hohen Verlusten. Ich denke, ich werde lieber fliehen. In der Verteidigung bin ich wirklich... Das ist nicht mein Ding, hier im Luftraum zu verteidigen. Ich greife lieber an. Deswegen werde ich, denke ich, versuchen zu fliehen, wenn das geht. Und es geht nicht. Interessant. Diesmal, ja gut, ich nehme meine Defender. Die sind mir zu weit vorne. Die kommen auf jeden Fall zurück. Und ansonsten müssen wir halt gucken, ne? Die Defender hier vorne rein, die K-Wings hier vorne rein, die K-Wings hier vorne rein, die E-Wings hier vorne rein, die anderen E-Wings hier vorne rein. Also im Prinzip alle hier vorne rein, ich kann die nur nicht einzeln nehmen. Ah, jetzt kann ich sie, wow. Wow, wow, wow. Und ansonsten halten wir hier unseren Grund und Boden im Raum und gucken, was passiert. Wenn wir das hier gewinnen, das wäre schon cool. Die zerstören die Crusader-Korvetten, das ist gut. Davon haben sie viele. Die natürlich gegen meine Jäger ziemlich effektiv sind. Wenn wir die jetzt hier schon vernichtet bekommen, einige, ist das super, bevor hier wirklich was passiert. Diesmal schicke ich sie definitiv nicht auf den Allegiance, die K-Wings, die ich habe. Die gehen jetzt hier auf das Kleine für einen ersten Anflug, denn die können, glaube ich, heilen auch. Die modularen Taskforce-Kreuzer. Wie sieht's aus? Ja. Einiges da zerstört. Oh mein Gott, ihr müsst weiter hierhin, Leute. Ihr müsst weiter angreifen. 3 K-Wings, die sind jetzt ziemlich unter Beschuss. Jetzt geht bitte, der hat schon ein bisschen was verloren, dann geht bitte auf den Präter, dass wir den auch vernichtet bekommen. Oh, was ist hier gekommen? Ein paar Harpaner, interessant. Interessant, dass die vielleicht nochmal den einen oder anderen Taskforce-Kreuzer hier zerstören. Alle K-Wings, die ich habe, mit auf den Präter. Die sollten gleich auf den Allegiance gehen, die Majestic Cruiser. Oh, schön. Schön, die Japaner machen was. Das finde ich sehr gut. Die Novas, der ist nur Novas, ne? Nova-Class Cruiser, meine ich, aber naja. Kurz Pause, die sind noch zu weit weg, habe ich das Gefühl. Praetor hat schon ein bisschen was an Schilden verloren, das ist gut. Andererseits verlieren wir auch viele K-Wings, was nicht so gut ist. Aber die Hälfte seiner Schilder hat er schon weg. Ich würde fast sagen, die hier auf dieser Seite sollten auf den Allegiance gehen. Wobei das vielleicht ein paar viele sind. Und die alle auf den Praetor. Schauen wir mal, wie das geht. Die ersten Raketen fliegen auf jeden Fall schon. Wie sieht's hier aus? Ja, ein paar von den kleineren Schiffen nehmen auf jeden Fall Schaden, aber die Japaner bahnen sich hier einen Weg. Vor allem nehmen die auch die kleinen Crusader-Korvetten aufs Korn, was für mich sehr, sehr gut ist. Das bedeutet nämlich weniger Jägerabwehr sozusagen. Den E-Wing schicken wir nochmal hier rüber. So ein paar Defender dürfen hier mal angreifen auch. Die sind nicht so die besten, wenn es gegen große Schiffe geht. Das haben wir eigentlich noch, okay, nicht mehr so viel in der Hinterhand. Der E-Wing darf hier auch mit drauf. Und das ist natürlich schön, dass er zuerst die MC-90 angreift. Die hat noch so ein bisschen was hier an Schilden in sich drinne. Hier drauf. Und Leute, ihr müsst nicht so weiter reinfliegen. Warum auch immer. Ach, ich hasse die KI manches Mal. Ich hasse sie sehr. Okay, diesen Nebula werden wir verlieren. Wir könnten jetzt fliehen, aber da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, weil die Japaner hier von hinten mir echt Unterstützung geben. Ja, die werden natürlich jetzt hier von den MDFs so ein bisschen... MTFs, ne? Oder MTCs, ja. Ich weiß, die haben irgendeine Abkürzung. Ich bin mir nur immer nicht sicher, wie die Abkürzung ist. Dann halt MTC für modulare Taskforce Cruiser. Die Majestic Cruiser, die sind zwar, die schießen zwar gut von der Ferne aus, aber die scheinen kaum Schaden zu machen. Habt ihr schon die Engines von dem vernichtet? Nein, dann geht mal schnell auf die Engines. Dass der sich nicht noch unbedingt irgendwo anders hindrehen kann, wo es vielleicht besser für ihn ist. Und da verlieren wir unser erstes Schiff. Holen wir uns den hier hin. Den nächsten verlieren wir auch.
Ist die Frage. Inwiefern helfen mir hier die Japaner noch? Ich hoffe ja mal noch ganz gut. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß, der hat 3 Prätoren, aber wie viele Allegiances der hier in der Flotte hat, bin ich mir nicht sicher, leider. Würde ich sehr, sehr gerne wissen, aber wenn wir hier auf die Turbolaser. Du gehst auf die Turbolaser. Du gehst hier hinten drauf. Du gehst mit hier drauf. Ihr sucht euch einfach mal eure Ziele und ihr könnt ein Stück, vielleicht habt ihr auch Raketenwerfer oder so mit dabei. Du hier drauf, du hier drauf. Die Majestics müssten den hier eigentlich ganz gut fertig machen. Nein, 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 du gehst weiter hier drauf. Dem geht's nicht so gut hier, diese Endurance, aber die hält noch ein bisschen durch. Das ist gut. Und die Harpaner, die verlieren hier fast nichts. Die verlieren fast nichts und machen all die Arbeit für mich. Das ist super. Nehmen wir nochmal kurz die Carwings, die ich hier habe. Nein, die Carwings. Gehen mal bitte hier auf den Kreuzer. Wie gesagt, der kann heilen und das wird den ein bisschen länger am Leben halten, was mir nicht so wirklich gefällt. Der Allegiance ist gleich hin. Das ist gut. Und die Harpaner gehen hier weiter durch. Sehr schön. Der Allegiance ist weg. Der wird gleich ein neuer Prätor kommen, vielleicht sogar 2, wenn die so viel frei haben. Was nicht gut sein wird für mich, wenn 2 gleichzeitig kommen. Aber da kann man dann auch leider nichts gegen tun. Komm auf die Turbolaser, nicht, dass der uns hier noch in irgendeiner Art und Weise nervt. Das ist echt eine krasse Verteidigung. Die müssten den anderen Prätor hier reinholen. Ich weiß nicht, warum die es nicht machen. Weil jetzt hätten sie auf jeden Fall Platz dafür. Oder haben sie es hier hinten hin geholt? Sieht mir nicht danach aus. Sehr komisch, was machen die hier? Ich meine, ich habe da kein Problem mit. Gleich haben wir hier komplett gewonnen. Ah, da ist er. Aber auch relativ weit hinten, das ist gut. Dann gehe ich jetzt bitte nicht auf die Japaner. Oh mein Gott. Hier hinten dürft ruhig erstmal Pause machen. Ihr müsst da nicht unbedingt rein. Jawohl, die wollen fliehen. Okay, nimm ich. Nimm ich sehr gerne. Was haben wir verloren? Einen Endurance, einen Nebula oder so? Das geht voll klar. Die Japaner haben mir hier echt den Hintern gerettet. Die haben ganz, ganz viele kleine Schiffe von hinten genommen. Also bestimmt 6 oder 7 Crusader-Korvetten oder und 4 und 5 Modular Task Force Cruiser. Den Venator, das C-Type Thrust Ship haben die genommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so funktioniert für uns. Die schicken wir mal Richtung Iphigen, aber das große Aber ist, ich möchte ja lieber mit den Mediators ankommen hier. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich hoffe. Ach, das gibt's doch nicht! Und wir sind hier nicht gut aufgestellt auf Slaheron, so gar nicht gut. Wir müssen Thanos definitiv uns holen. Der hat gemerkt, dass ich mich gerade hier auf einen Angriff bei Datumir vorbereite und hat dann gesagt, nee, wir gehen jetzt nach Slaheron. Wir machen ihm das Leben extra schwer. Ja, müssen wir mal schauen. Das Problem ist, die haben, meine ich, eine Hypervelocity-Gun auf dem Boden. Wobei, beim letzten Mal, als ich jetzt den Spion eingeschickt habe, habe ich das nicht gesehen, aber ich dachte eigentlich, als wir hier gespielt haben das letzte Mal, hätte ich das beobachtet. Das ist schon echt mies, dass jetzt hier 3 oder 4 Sternzerstörer kommen. Naja. Mediator Nummer 1. Mediator Nummer 2. Heileteil. Eines der Schienen. Und ansonsten halt Jägerträger. Wir können alle Jäger gebrauchen, die wir kriegen können. Machen wir kurz Pause. Dass wir die hier alle reinholen können. Ach, komm schon. Oh, cool. Kriegen wir alle rein? Wir kriegen genau... Boah, und dann sind wir genau bei 300. Das ist ja wohl mal ein Zeichen. Und da haben wir jetzt direkt 2 dicke Fische. 2 sehr dicke Fische. Nein. Pfui. Okay, gut. Die 18 X-Wings hier rein. Die 18 A-Wings hier rein. Die 18 Y-Wings auf die... Komm, auf die Rancor-Base. Wir müssen die Rancor-Base jetzt vernichten. Und die B-Wings auch auf die Rancor-Base. Die Rancor-Base muss als erste fallen, das wäre wichtig. Nope, du fliegst bitte nicht weiter. Das ist schon mal gut, dass wir jetzt hier... Komm, du gehst auf die Engines bitte, dass der hier nicht abhauen kann. Und du hier auch auf die Engines.
Ja, jetzt sagen die Mediator doch mal, was sie können. Wie sieht's hier eigentlich aus? Der hat 18.000 Hülle, 16.000 Schilde. 28.000 Hülle, 30.000 Schilde, das ist gut. Und 12, 12, 12, 12, 12 und 3 Ultra Heavy. Und er hat 17 Leicht und 6 Heavy. Okay, damit sind wir besser bewaffnet als der Allegiance und haben bessere Hülle und bessere Schilde. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut für uns. Die beiden E-Wings dürfen hier drauf. Mit den X-Wings, ihr geht auch mal bitte auf die Jäger hier. Nicht, dass ihr... Ja, das ist schön, dass die auch auf die Jäger gehen. Das ist gut. Die Sashin kann mal hier auf die CR-90s gehen. Und du beschützt mal den Mediator. Versuchst ihn ein bisschen zu heilen, wenn das geht. Wie sieht es hier mit der Rancor-Base aus? Die steht noch sehr gut da. Dann gehen wir hier auf die Golan 2. Und du schießt den hier bitte weiter klein. Der wird von irgendwas geheilt, ne? Macht die? Hat die Support? Ja, die hat Chip Repair, die Validusa. Das ist natürlich... Gehen wir auf die leichten Quad Turbo Laser. Auf die, auf die. Klar, wenn die jetzt geheilt werden, ist das immer mies. Aber einen nach dem anderen zerstören wir hier auch von den Sachen, ne? So ist das ja nicht. So, kannst du da langsam mal auch drauf schießen? Wie sieht's mit Rancor Base? Boah, die verteidigen Rancor Base wirklich gut. Den Allegiance müssen wir hier vernichten. Den kriegen sie ja definitiv nicht wieder. Ah, der trifft das teilweise auch einfach nicht, weil das zu weit weg ist. Du darfst ruhig gerne mal auch ein Stückchen näher kommen. Ja, da kommen jetzt die beiden Sternzerstörer hier ins Spiel. Das ist nicht so cool. Du darfst... Cooler Spruch, Shields are Speciality. Nice. Die B-Wings, bitte. Ich versuche hier, die irgendwie auf die Rancor-Base zu kriegen. Aber ich vermute, dass die Y-Wings einfach zu langsam sind und deswegen bisher noch nicht da waren. Oh, das sieht nicht gut aus. Die sind jetzt langsam hier. Ah, das Problem ist, jetzt bin ich auch nah genug an der Validusa dran, dass dieser Mediator echt Probleme kriegen wird. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Komm, du gehst hier auf den Gladiator. Okay, du gehst auch bitte auf den Gladiator oder hier drauf. Kannst du nicht... Oh, warum hat der so einen großen Wendekreis? Oh oh. Wie sieht's mit der Rancor Base aus? Die verliert langsam, aber sicher ein bisschen. Wie viele Schilde hat die denn? Die sieht eigentlich nicht so riesig aus. 14.000 Schilde, okay, das ist schon... Das ist schon mal was. Den einen Mediator werden wir, denke ich, verlieren. Komm, auf die Fighter Bay bitte. Immerhin, wenn man hier drauf schießt, dann gehen die auch schnell weg, die Sternzerstörer. So ist es dann auch nicht. Fighter Bay zerstören. Ihr geht mal alle hier drauf. Ihr alle hier hinten drauf. Ich brauche euch Jäger. Oh, die Rancor Base, die hat zu viel. Auf die Proton-Torpedo. Und hier drauf. Und dann gehst du mal bitte damit drauf. Ja, der Sternzerstörer, der macht es nicht lange. Sehr gut. Du kommst mal langsam hier runter. Der verliert zu viel, der Mediator. Nein, 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 dreh dich nicht um. Ich meine, er wird wenigstens auch geheilt so ein bisschen, ne? Diese heavy, duale Turbolaser Battery wird gerade überhaupt nicht geheilt. Doch jetzt 30%, das ist schon gut. Das ist schon nicht schlecht. Du greifst bitte die Gladiator an hier. Ist der jetzt abgehauen von uns oder haben wir den vernichtet? Ich weiß es nicht. Okay, du musst auf die Validusa gehen. Ein anderes Ziel hast du gerade nicht. Die Rancor Base verliert wenigstens an Schilden gerade. Das ist gut. Das ist sehr gut. Du greifst bitte hier ein Stück stärker mit an. Du gehst auf die Engines, nicht, dass der uns abhaut. Wie viele Sternzerstörer haut der aus? Zwei am Anfang, sonst keine mehr. Das ist schon mal gut. Wenn die beiden dann vernichtet sind, sind sie vernichtet. Das ist schön. Und der Mediator muss jetzt bitte langsam hier drauf feuern. Oder hier drauf. Andere Ziele hast du nun mal gerade nicht. Auf die schweren Turbolaser. Und auf die leichten Turbolaser. Okay, du gehst mit hier drauf. Und du greifst die Golan 2 nochmal an. Die ist gerade irgendwie schwieriger, glaube ich. Macht dir mehr Probleme. Und bisher greift dir hier nichts an, der Mediator. Das ist schon... Na, jetzt kommen die ersten Schüsse, aber das ist vielleicht zu wenig. Ist das Problem. Und der Mediator hat jetzt auch nicht hier so das Beste. Die Jäger und Bomber definitiv mal hier mit reinholen. Den B-Wing auf die Rancor Base schicken. Hier drauf gehen. Auf die Fighter Bay dann bitte hier.
Wie sieht's hier aus? Nee, du sollst bitte nicht da hinten drauf gehen, da kannst du noch verfehlen. Die Validusa hat definitiv noch bessere Schilde, wahrscheinlich auch noch ein bisschen bessere Bewaffnung. Na, aber wenigstens dadurch, dass der Sternzüchter jetzt weg ist und hier die Dings einiges verliert. Okay, geh du vielleicht auch nicht zu nah an die Validusa? Oh mein Gott. Okay, dann flieg lieber hier lang, da bist du eher an der, von der Validusa weg, das ist schon mal nicht schlecht. Ah, der Sternzerstörer hier hinten, der ist nicht gut für uns. Die B-Wings auf den Sternzerstörer. Habt ihr auch noch einen Sternzerstörer raus? Nein. Okay. Damit drauf, bitte. Ey, den... Komm, hier einmal das und dann auf den Sternzerstörer. Du auch auf den Sternzerstörer. Der Mediator, der hat rote Leben und hat trotzdem noch so viele Waffen. Das ist echt nicht schlecht, aber dieser Sternzerstörer, der macht uns gerade echt fertig. Leute, wie viel müsst ihr denn hier noch machen bei der Rancor Base? Das gibt's ja nicht. Wie viele Sternzerstörer haut der raus? Okay, das ist dann auch der letzte. Oh mein Gott, und wir sind hier durch. Das ist gut. Auf die Raketenwerfer und vor allem hier auf die. Denn die könnten hier noch auf der Seite schlimm sein. Mach mal deine volle Waffenstärke und dann gehst du hier auf die Oktuplen bitte. Die ist auch hier drauf und die Sashin darf mal mit hier angreifen. Oh mein Gott, sind das hier viele Jäger und Bomber. Alle mit hier bin bitte. Oh, okay, das verlieren wir. Schade, schade, Schokolade. Aber dass wir einen Mediator verlieren, das dachte ich mir schon fast. Nein, du musst hier auf die Seite. Da sind wir gerade sehr verwundbar. Ich meine, wir haben hier noch zwei Waffen, die auch noch geheilt werden, aber... Komm, auf die Oktublen, jawohl. Oh mein Gott, wir haben nur noch eine. Wenn wir den hier in irgendeiner Art und Weise lebend durchbringen, dann lache ich aber. Hier auf die Turbolaser, nicht dass der hier... Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, du musst auf den... Oh nein, wir haben ihn verloren, schade. Aber mehr können wir auch nicht reinholen, denn... Dann hätten wir schon den Supersternzerstörer, die Lusankia. Das ist nicht gut. Die Turbolaser bitte hier so schnell wie möglich vernichten. Oh, der hat zu viele Ionenkanonen. Er hat zu viele Ionenkanonen. Wir müssen einen davon einsetzen, zusammen mit Nebulas und Endurances. Dann ist es eine effektive Flotte, merke ich gerade. Auf die Aufschlagsraketenwerfer. Bitte. Den verlieren wir auch gleich, das gibt's ja nicht. Dann die Aufschlagsraketenwerfer. Oh nein, ey. Das sind nur noch Ionenkanonen. Ich versuche hier, dem so schnell es geht, alle seine wichtigen Waffen zu nehmen. Denn Schilde haben wir gleich nicht mehr. Auf die Fighter Bay. Okay. Hier. Gott, wie lange brauchen die denn für die Rancor Base hier? Die haben hier nur noch die beiden Sachen, dann sind die vernichtet. Das ist gut. Okay. Ja, du bist gleich weg. So, nein, nein, nein. Die beiden dualen Turbolaser noch. Und den. Und dann mehr musst du hier erstmal nicht machen. Das andere sind nur Ionenkanonen. Oh, die haben überlebt. Das ist natürlich mies. Die Rancor Base ist tot. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wo sind meine Y-Wings? Habe ich überhaupt noch Y-Wings? Ja, 16 Y-Wings. Noch ganz viele hier hinten, aber naja. Ihr alle mal hier mit drauf. Generell hier Jäger und Bomber hier rein. Oh. Na, immerhin, immerhin. Der hat keine Schilde mehr, das ist gut. Auf die mittelschweren Oktuplen Turbolaser-Batterien. Und dann auf die Engines bitte, dass der nicht mehr so beweglich ist. Oh, und der hat schon einiges verloren hier, okay. Ja, alle hier drauf. Den Mediator können wir noch am Leben lassen, hoffentlich. Wäre jetzt so meine große Hoffnung, dass der das hier übersteht. Wenigstens einer das schafft. Okay, ihr müsst hier mit drauf. Du bitte auch. Ich meine, der eine Gladiator dürfte jetzt nicht mehr so schwer sein, aber trotzdem. Ihr alle hier auf die Turbolaser. Ihr alle hier drauf. Oh, es sind zu viele Ziele noch. Es sind zu viele Ziele. Schwere Turbolaser hier ausschalten, bitte. Oh ja, und was ist mit den A-Wings? Ihr verteidigt den mal hier, bitte. Das sind mir jetzt auch zu viele Jäger, die hier noch auf den Mediator gehen. Das wird noch knapp. Also ich meine, wenn wir hier alles verlieren, holen wir einfach Wedge Antilles mit der Lusankia rein, dann ist das Ding hier Geschichte. Aber ich will den Mediator nicht verlieren. Die sind zu teuer und dauern zu lange zum Aufbauen. Deswegen, komm, gehen wir hier auf die mittelschwere Turbolaser-Batterie. Und diese Golan hier drüben, die macht mich fertig. Ihr geht mal hier drauf. Nein, ihr geht auch mit hier drauf.
Wie sieht es hier unten aus? Da geht der hin, das ist gut. Ihr alle hier lang. Und du versuchst, die beiden hier zu vernichten. Oh Gott, das ist noch hier... Das wird noch ein Krimi, dass wir das versuchen hier zu überleben. Oh mein Gott, du musst unbedingt... Warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Verteidige ihn und versuche ihn zu beschützen. Zerstört die Golan 1! Zerstört alle Waffen, die hat. Oh nein, wir hätten gerade... Nein! Und der Sternzerstörer hier, der wird noch ein Problem. Ihr geht bitte alle auf den Sternzerstörer, nicht, dass der noch seine Schilde wieder bekommt. Langsam, aber sicher sind die auch dabei, all meine Jäger und Bomber niederzukriegen. Oh, komm schon. Oh mein Gott, wir haben Schilde. Mach die Schilde an, das ist richtig gut, dass wir Schilde haben hier. Die CR-90-Korvetten werden hier einige meiner Jäger abschießen, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir kriegen hier auch die Turbolaser und so down. Die Schilde sind auf jeden Fall schon mal weg, das ist gut. Was nicht gut ist, dass er langsam hier auch meine Schilde wegnimmt, aber... Oh mein Gott, wir schaffen es. Wir schaffen es, diesen Mediator am Leben zu halten, glaube ich. Okay, 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 bleib da stehen, mach nichts. Mach einfach nichts. Ja, wir nehmen Datomir. Wir nehmen Datomir und die Ranker Base ist vernichtet. Wow. Boah, war das hart. Das war die härteste Raumschlacht, die wir bisher hatten. Alter. Alter, Alter. Uiuiuiui, wir brauchen definitiv Nebulas in dieser Flotte. Oder in irgendeiner Flotte, wo wir Mediator haben. Vielleicht sollten wir hier einen Mediator zu packen, dann ist das eine richtig, richtig starke Flotte. Aber gut, mit einem Blick auf die Uhr muss ich sagen, das war's für heute. In der nächsten Folge werden wir den Boden von Iphigen einnehmen und natürlich den Boden von Datomir und gucken, dass wir Slaheron auch in irgendeiner Art und Weise halten können. Aber so wie ich Sinch kenne, wird er hier mit übermächtigen Kräften auftauchen. Was schade ist, ich hätte die Einheiten einfach von The Maw und Yelizia nach Slaheron schicken können, dann hätten wir da... eine bessere Verteidigung, aber naja, hätte, Fahrradkette. Okay, damit kann ich nur noch sagen, euch allen einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.